Und manchmal kommen sie wieder. Nach langer, 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 langer Pause dachte ich mir, gucke ich mal wieder in State of Decay rein. Ich habe immer noch einen DLC vor mir, den ich noch spielen muss und dachte mir so, ja, okay, kramen wir den alten Mann hier mal wieder raus und gucken uns an, was ich noch so machen muss. So, das heißt, wir nehmen einen guten Lieferschnitt, was mich immer an Walking Dead erinnert, und nehmen erstmal eins unserer Superautos, die überhaupt nicht brennen. Ja, das hier ist noch relativ ganz. Und gucken uns mal in der Gegend um. Moment, bevor wir das I'm on machen, the habe ich move. kurz die Map kurz Keep an eye out aufgemacht. from Ja, the station. nein, There's a besser. lot out there. Da könnten wir hin für Friend in Trouble, das ist näher. Und da haben wir noch ein Set Hand Armored Help Destroyer I'm und on the ein Armored move. Set. Nehmen wir das Copy that. zuerst. Wir können auch mit I'm headed Shift out. relativ Copy schnell hin that. und her klicken, aber wir nehmen das da. So, generell Richtung geradeaus. Es ist gerade Tag, das ist hervorragend, da sieht man wenigstens mal was. Ab und zu mal mit fetten Zombies drüber fahren. Und natürlich nicht vergessen, bitte jetzt hier rechts wenden. Ja, die Navigationssysteme funktionieren jetzt auch nicht mehr. Und ich muss einen Armored töten. Okay, jetzt machen wir einfach so. Bumm. So. Ja, ich bin schon da, Moment. Ade, boink. Hey, you. Willst du ein A kaufen? We don't need to clear out the whole. Ja, Ready to hopp. move. Let's go. Let's roll. Let's rock and roll, my bitch. Ja, wenn du die ganze Zeit gegen die Kühlerhaube läufst, kannst du auch gleich als Kühlerhaubenfigur ja, die Arbeit übernehmen. Ist eh da drin, wie es aussieht. Von daher mal kurz honken. Hallo. Kommt der raus? Der haut einen Tank da hinten. Sehr schön. Hier, komm. Das explodiert ja. Cool. Ach ne, wird schon wieder dunkel. Ah, das war scheiße. Raus hier. Tür aufgemacht. Okay, Moment. Eins, zwei. Drei. Yay! Da kommt er. Was lassen wir jetzt machen? Wir gehen jetzt wieder rein. Hüpf. Und fahren einfach kurz rückwärts. Schmatz. Mal kurz drüber gefahren. So, schön festtreten. Ne, bleibt immer noch, ja. Jetzt nicht mehr. So. Okay. Bye bye. Das war schon mal super easy. Das heißt, wir nehmen jetzt gleich mal den nächsten Map. Zack, ist auf dem Weg hier. Los geht's. Gucken wir mal das Search and Rescue in 186 Metern. Immer wieder faszinierend, dass dieses Spiel sogar Meter benutzt anstatt Meilen. Ja, da sind wir dran. Schwupp. Das sind unsere Nachbarn hier, die brauchen auch mal ein bisschen Liebe. Wie kann ich euch helfen, anstatt euch Hiebe zu geben? Citizens of Trumbull Valley. Ah. I know it's difficult, but we must insist that you do not bury any of your reanimated loved ones, ja, wieder so eine Warngeschichte. Moment, the effects on the local ecosystem could be unprecedented. Das ist so to properly dispose of the reanimated, wrap the corpses in heavy-duty plastic trash bags and leave them on the street. Ah, hier ist Patrols will collect any such remains and deliver them to the army. Thanks. Let's get moving. Ah, okay, jetzt bringen wir dich Thanks wahrscheinlich nach for Hause. To get me. I'm ready to leave now. Ja, es kommt Zombies are right. Ja, kein Problem, komm. Wir laufen einfach ein Stückchen. Ich hoffe, du kommst mit. Brav. Escort to Survivor. Eine Escort müssen wir nicht machen. Wir haben ja hier unsere Karre, unsere unzerstörbare. Hopp, hopp, rein da. Da kommt was Halbnacktes, eklig. Das ist auch so ein Special-Zombie. Zack, weg damit. Ich habe mir letztens noch mal ein paar Tipps dazu durchgelesen, was man machen kann und machen sollte. Und muss ganz ehrlich sagen, es ist doch schon tiefgründiger, als man denkt. Auch wenn es mal so kleine Rohklauen und so hat. Oder technisch gesehen, jetzt nicht immer so hundertprozentig sauber ist. So, falsch gefahren. Nee, mal kurz drehen. So, hat man doch so ganz schön viele Möglichkeiten. Also ich muss jetzt demnächst nochmal gucken, wo ich mein Team hinballern kann, weil mir langsam der Platz ausgeht in unserer Routen- oder in Hütte, die eigentlich super, super schön ist. Eine Horde, Moment. Aber gleich. Jackpot! Jesus, you going for the record? Ja, ich versuch's zumindest. Dann nehmen wir auch noch die hier mal kurz mit. Jawohl. Und. Tada! Bitte alle aussteigen. Ich bin aber schon richtig, oder? Ja. Was mit dir? Hopp. Kusch, kusch. Wiet, wiet. Wir haben keine Zeit. Wir müssen noch hier reingehalten. Hervorragend. Sehr schön. Ja, Moral sieht gut aus. Und das ist halt leider, die ist leider krank. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die... Running sucks, improves for cardio. Slowly, gossip. Ja, whatever. Ich habe noch keine Ahnung, wie man die heilen kann. Das ist das Einzige, was ich nicht rausgefunden habe. So, dann haben wir natürlich hier wieder die große Map und haben definitiv noch zwei Missionen, die wir machen können.
zumindest zwei feste Missionen. Nämlich die hier mittendrin und die hier oben. Und ich denke mal, wir nehmen jetzt einfach die mittendrin. Guck mal, die Karte. Wir haben die am besten. Ah, ich mache das Falsche. Wir können von da aus hier langfahren, fahren dann querfeld ein und finden es, glaube ich, recht gut. Oder geradeaus und dann nach links. Nee, ich fahre nach hinten. Das war sicherer. Sicher, in einer Zombie-Apokalypse. Not really. Ich habe irgendwo mal auf dem Weg tatsächlich nochmal ein Haus gefunden, wo ich mir dachte, hey, das ist richtig klasse. Problem ist, ich bin in der Hinsicht, glaube ich, ein bisschen weiblich veranlagt. Ich finde mich dann ziemlich so ganz zurecht. Muss also nochmal gucken, wo dieser Ort war. Das ist das Nervige hier. Also man verpasst es doch schon mal ganz kurz. Und boing. Nichts an der Kühlerhaube, hervorragend. Das heißt, ich muss nicht in die Waschstraße. Und hier passt, glaube ich, schon querfeld ein. Über Stock und Stein fahre ich übers Warzenschwein. Ja, das ist der kleine Tümpel, den ich gesehen hatte. Traktor. Okay. Upsa. Nein, böses Auto. Ach nö. Ach scheiße. Ist nicht gut. Ich geh mal rennen. Das Auto bitte wieder sich umdrehen. Scheibenkleister, ey. Und da sind viele Zombies im Weg. Warte mal. Eins. Ja, geh weg. So, wie war das nochmal? Das ist Schießen, klar. Und da ist mein Auto explodiert. Das haben die Zombies wahrscheinlich sogar gehört. Ja, die gucken mich auch alle schon so ein bisschen. Jetzt sind sie wieder okay. Echt viele Zombies. Oh, das ist ein Special. Moment, zielen. Jetzt nicht mehr. Das war ein Special. Mit Headshot mal kurz weggeratzt. So, also die Axt ist schon ziemlich geil. Muss man schon so sagen. Der Weg ist natürlich noch ewig weit. Jetzt muss ich gucken, dass ich vielleicht doch noch mal eine Karre finde unterwegs. Das ist auch ein Special da vorne, wie es aussieht. Ja. Ich kann ja auch sneaken. Ja, sneaken war, glaube ich, der hier. Jetzt geh runter, Mann. Ja, dann sieht er mich nicht so schnell. Ganz in Ruhe. Und ganz ruhig vorbei. Aber auf jeden Fall gleich. Gar kein Problem. Nein, wir haben es nicht. Da kommt er an. So ein Scheiß. Mal gucken. Momentchen. Es ist natürlich immer so eine Sache, hier wieder durchzukommen. Zack, ist das Knie so richtig schön mal gegen die Kauleiste getrümmert. Und schon das Ende Gelände. Jetzt hätte ich trotzdem keine Karre. Ich meine, ja, okay. Also so ein Spaziergang ist ja auch mal, hat ja auch mal was für sich. Ist auch gut fürs, für die Ausdauer bei diesem guten Kerl hier. Man soll ja die Beziehungen zu den anderen Überlebenden festigen, indem man die Aufträge nach und nach erledigt, um diese dann auch ab und zu mal zu spielen, damit man ja seinen Hauptcharakter, wenn man ihn so nennen möchte, also der erste Charakter passt wohl eher, dann auch mal ab und zu zur Ruhe bringen kann. Also sprich, irgendwo mal ein bisschen schlafen oder so. Die Sache ist allerdings die, die sind nicht so kräftig in den Fähigkeiten. Das heißt, es dauert dann wieder, bis man die hochgelevelt hat. Und da habe ich eigentlich wenig Bock drauf. Außerdem die Ausrüstung ist auch unterschiedlich. Auch das dauert wieder seine Zeit. Von daher bevorzuge ich eigentlich ihn hier. Ne? Mr. von und zu Marcus Campbell. Der hat einfach schon mehr drauf. Ist seit Anfang an dabei. Ab und zu habe ich die Schnecke auch mal gespielt. Ist das nicht das Gebäude hier, was ich beziehen wollte? Das war mitten in der Pampa. Und da kommt ein Dicker. Boom! Das war ein Dicker. Lass mal gucken, ja, das sieht eigentlich ziemlich nice aus hier. Das sieht sehr nice aus. Jetzt rein. Ja, acht Leute passen hier rein. Potential Homesite. 30 Materialien haben wir auf jeden Fall. Farmhaus. Gucken wir uns das erstmal ein bisschen an. Und dann schaue ich nochmal, wie viele Leute wir eigentlich jetzt haben. Wir haben mehr als acht, das ist das Problem. Also es ist. Man braucht acht Leute dafür. Requires, ja, die haben wir auf jeden Fall. Jetzt gucke ich mir das ein bisschen an. Definitiv, habe ich gerade schon ein paar Mal gesagt. Naja, es ist, hat einen Garten, es hat einen potenziellen Abstellraum. Da ist ein kleiner. Es ist nicht schlecht, es ist echt nicht schlecht hier. Ich glaube, es ist sogar mehr Platz drin als im anderen. Erstmal muss ich den Zombie da, glaube ich, wegmachen. Die ein oder zwei Zombies. Zack. One shot. One kill. Noch welche? Hinter uns, glaube ich, ne? War da irgendwas? Ach, wahrscheinlich im Schuppen da hinten.
Nehme ich jetzt mal einfach an, dass er hier... Ah, er ist dahinter. Da... Nö. Ach, hinter der Mauer. Ah, das ist so ein Typ-Zombie. So ein komischer Zombie. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Die Tür kann man nicht zumachen, aber es könnte... Es ist echt nicht schlecht. Da kann man dann dementsprechend sich ausruhen. Oder ein Medizin-Dings draus machen sogar. Überall noch Pillen, die man nicht mitnehmen kann. Wäre jetzt richtig gut. Ein paar Pillen sich reinstopfen. Ich finde es ja eigentlich ganz cool. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja klar, die Scheiben sind jetzt hinüber. Map-technisch. Wir liegen ziemlich zentral. Das Coole daran ist natürlich, dass wir... Ja, der Nachteil ist allerdings auch... Muss ich hier nicht sogar hin? Nee, Quatsch, hier bin ich. Der Nachteil ist natürlich, es liegt so zentral, dass wir die Städte schlecht nutzen können. Das andere ist halt sehr klein. Aber es hat so einen kleinen Aussichtsturm, von dem man runterschießen kann. Hier wiederum ist recht groß, was, ja, was die allgemeine Fläche angeht. Ich meine, ich habe hier eine Küche. So einen kleinen Nebenraum auf jeden Fall. Wir haben zwei ja, Hütten im Prinzip. Jede Menge Nachbarn. Die alle wahrscheinlich irgendwas verkaufen wollen oder so. Weg mit dir. Geh jetzt weg. Gehst jetzt weg. Hier, nimm die Axt zum Gesicht. Ja, das ist der Nachteil. Hier ist natürlich ziemlich viel los. Und ich weiß nicht, wie es hier aussieht mit Verteidigung. Also so viel... das ist so einer. Oh, er ist trotzdem tot. Hat keinen Kopf mehr. Passt. Ist halt diese Frage. Ich kann es... Talkie anmachen. Moment, Talkie anmachen. Ich kann sagen, relocate base. Let's set up camp here. Machen wir jetzt einfach mal. Yep. Yeah, I'm sure. Let's get everybody moving. Yep, komm mal hierher. So, welcome to MacReady Farmhouse. Ich kann es ja immer wieder hin und her schieben, ist ja relativ wurscht. Aber wir haben jetzt Stacheldraht oben drüber. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ganze natürlich relativ schnell noch verbessern. Das heißt, wir gucken uns das mal kurz an, wie viel Platz wir haben. Wir haben definitiv gut Platz und wir haben vor allem auch schon drei Dinger. Wir haben einmal hier ein Storage Room, wir haben ein Bedroom und wir haben eine Kitchen separat. Das heißt, wir könnten theoretisch sagen, wir machen noch ein bisschen mehr, wie zum Beispiel Supply Area wird auf jeden Fall gebaut. So. Und ich würde noch einen Garten bauen auf jeden Fall. Aber wir können hier drüben noch einiges bauen. Also Metal Girl wird gerade gemacht. Ein Training ist auch eine gute Geschichte. Ein Garten ist unheimlich wichtig. Wird jetzt auch gebaut. Und da sollte natürlich wirklich ein Turm hin. Ganz klar. Damit wir wegsnipern können. Der Rest kann natürlich auch, wir können auch vergrößern und so. Das ist natürlich kein Problem. So, dann haben wir hier also einen Garten. Wir haben hier dann eine Medical Area. Eine Kitchen. Ein Bedroom. Und ein Storage. So. Wird alles jetzt gebaut. Dauert ein bisschen. Hier haben wir schon ein Bedroom. Das kann man noch upgraden. Jetzt ist die Frage, was man noch bauen sollte. Das ist jetzt die große Frage. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wir könnten einen Workshop noch bauen. Eine Library bauen. Was ist denn der Workshop? Der fehlt nämlich tatsächlich, wir haben keinen Workshop. Das ist der Basic Workshop, so, den bauen wir auch noch. Jetzt haben wir natürlich wieder ein Platzproblem. Das ist genau dasselbe, wir haben jetzt wieder ein Platzproblem. Aber was soll's. Irgendwas ist ja immer. Nur schlimmer. Welcome, aber so der Welcome Bear ist auch schön hier. So, dann würde ich sagen, machen wir noch ein ganz kleines Päuschen an der Stelle. Dann nehmen wir uns das Wägelchen, da was draußen steht, und gucken uns direkt mal ein bisschen um. Beziehungsweise, wir haben jetzt hier unten unsere Supply Areas. Vielleicht schaue ich mir oben Stückchen für Stückchen doch mal alles an. Dann.